Also die Kanaren haben ja eine ganz besondere Lage, weil da kommen ganz viele Winde zusammen. Das ist besonders schön für Menschen wie mich, weil ich mag es nicht gerne, in der prallen Hitze zu liegen. Da weht immer ein Lüftchen, da geht immer ein kleiner Wind. Da kann man auch gut und gerne mal ein paar Stündchen am Strand in der Sonne liegen und einem ist nie zu heiß. Auch abends ist es besonders angenehm, weil es kühlt ein bisschen ab und man kann das Fenster aufreißen und mal richtig durchatmen. Und das liebe ich so. Und natürlich ist das Meer absolut perfekt zum Baden. Also die Temperaturen sind einmalig, aber auch nicht zu warm. Man kann sich schön abkühlen und das ist echt super zum Erholen, weil natürlich im Sommer ist das Wetter immer gut. Es gab wirklich noch nie Regen, als ich dort war. Ganz im Gegenteil zur Heimat, da gibt es ja im Sommer schon ab und zu mal Regen und das ist nicht gut. Ja, die Winter auf den Kanaren sind natürlich auch top, genauso wie der Sommer eigentlich. Man fliegt von Minustemperaturen in Deutschland 4 Stunden mal eben rüber und kann da im T-Shirt rumlaufen, weil im besten Fall die Temperaturen über 20 Grad sind. Und das liebe ich, auch Weihnachten und Silvester mal ein ganz anderes Feeling zu haben. Also wenn ich die Kanarischen Inseln mit einem Wort beschreiben müsste, da fallen mir natürlich Tausende ein, aber ich glaube, entspannen trifft es am besten. Also das Klima auf den Kanarischen Inseln ist nicht einfach nur ein Klima, sondern das ist einfach ein Lebensgefühl, weil das ist immer schön. Ja, da gucke ich irgendwie auf meine App im Handy und sehe keine Wolken, sehe keinen Regen, sehe immer nur eine Sonne und das freut mich natürlich. Also ich bin absolut ein Mensch, der, glaube ich, auch auf den Kanaren leben könnte, weil das ist einfach schön und es ist so schön, dass ich Gänsehaut kriege, weil es so schön ist.